Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir können direkt zu vollem Beginn unseren Markt eröffnen, aber mir ist aufgefallen bei meiner Kontrollrunde vor Aufnahmebeginn, dass der Vergangenheitstommy vergessen hat, eine Sache nachzubestellen. Deswegen würde ich sagen, nachdem wir jetzt den Markt eröffnet haben, gehen wir erstmal nochmal schnell ins Lager, weil wir brauchen hier Müsli. Uns ist das alte Müsli all gegangen und das werden wir jetzt erstmal ganz schnell hier nachbestellen und dann stürmen wir wieder an die Kasse. Und werden da wieder ein paar Kunden abkassieren. Momentan ist, glaube ich, nur Kasse 4 geöffnet. Und Kasse 4 ist ja meine Kasse, die ich immer quasi benutze. Und deswegen werde ich dann erstmal die ersten Kunden hier durchschleusen. Und dann, wenn es wieder zu stressig und zu voll wird im Laden, dann werden wir auch die anderen Kassen wieder öffnen. So haben wir es, glaube ich, auch in der letzten Folge gemacht. Da hatte ich wenigstens ordentlich zu tun an der Kasse. Und die Kunden konnten sich nicht beschweren, weil ich ja ganz schnell auch die anderen Kassen dann geöffnet hatte. Genau. Ansonsten können wir gerade nochmal einen Kontrollrundgang machen im Lager. Aber ansonsten müsste eigentlich alles vorhanden sein, was wir brauchen. Ich kann mich eigentlich dann ganz entspannt an die Kasse stellen, denke ich mal. Und die Produkte, die wir hier haben, die werden dann schon ausreichen. Genau. Wir schauen auch nochmal hier bei den Haushaltswaren. Da sieht es auch soweit eigentlich gut aus. Wir schauen auch nochmal hier. Und jetzt hat es an der Kasse geklingelt. Es kann passieren, dass die mittlere Röstung von dem Kaffee ausgeht und vielleicht auch das Mehl. Aber das ist erstmal jetzt nicht so dramatisch, weil wir haben ja auch davon einiges im Markt noch. Und deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf. So. Wir haben jetzt hier einen Betrag von 34,57, Wechselgeld, also es wurde mit einem 100-Dollar-Schein bezahlt und wir müssen also 65,43 rausgeben. Wir haben jetzt schon 65,35 eingegeben, wir müssen noch ein paar Cent hier dazufügen, zack, bumm, passt, okay. So, jetzt soll ich aber auch mal Gas geben und nicht so viel hier plaudern, weil sonst wird die Schlange an der Kasse 4 direkt jetzt zum Folgenbeginn hier zu groß und dann muss ich direkt eine andere Kasse aufmachen, das wäre natürlich irgendwie auch schade. Das ist ein bisschen zu viel, dann machen wir das so und nochmal 4 davon, zack, ich hoffe, dass die anderen mit Karte bezahlen, dann bin ich nämlich schnell genug, aber nö, oder passend bezahlen wäre auch super, der erste Kunde beschwert sich schon wieder, die Kassen sind zu voll, soll ich nicht so anstellen, ja, ich habe gerade bei dem ersten Kunden ein bisschen lange gebraucht, aber ich merke gerade, ich sollte vielleicht hier Kasse 3 schon mal wieder dazu schalten, danke, 4846, weil da haben sich jetzt doch ziemlich viele zur gleichen Zeit an die Kasse stellen wollen und da komme ich dann einfach nicht nach. So, wir haben hier 117,98. Hier haben wir noch einige Produkte auf dem Band. Auch passend bezahlt, wunderbar. Es ist halt immer noch so, dass die Kunden immer von den Produkten irgendwie 3 Stück kaufen. Also bei vielen Sachen ist es so. Bei sehr vielen Sachen. Okay, er hat jetzt 2-mal Reis und so weiter gekauft. Okay, aber sehr häufig, dass Kunden Produkte dreifach kaufen. Naja. 111,69 passt. Dann machen wir gerade weiter bei ihr. Kommen wir mit den 2 Kassen hin. Oh, das ist auch schon eine harte Hausnummer mit 2 Kassen gerade. Ich glaube, wir sollten gleich noch eine dritte Kasse dazu schalten. Wobei, nee. Wir haben jetzt hier gerade nur noch 3 Kunden. Das kriegen wir noch hin. Ich glaube, der erste Ansturm ist durch. Wenn die weiter mit Karte bezahlen würden oder passend bezahlen würden, dann wäre das auch weniger ein Problem. So. 15,39. Ja, so haben wir wenigstens was zu tun. Ja, jetzt durchs Lager rennen muss nicht unbedingt sein. So. Ist nicht so dringend, sagen wir es mal so. Wir haben ja noch von allem was da. Noch schön viel Kartoffeln eingekauft. Kartoffeln kann man immer gebrauchen. Kann man immer was anfangen. Ist immer gut, wenn man ein paar zu Hause hat. Finde ich persönlich. Ja, man kann Bratkartoffeln machen, Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei, Kartoffelecken, Pommes, alles mögliche kann man aus Kartoffeln machen. Das ist ein wunderbares Produkt. So. 2307. So, 5,63. Dann machen wir es so und 3 davon. Ah, es füllt sich so langsam wieder. Es füllt sich so langsam wieder. So ein bisschen Gas geben. 3,62 müssen wir rausgeben. Ups, das war einmal zu viel geklickt. Aber schnell noch ausgebessert. 88,64. Wunderbar.
und 99, 85. '64, '87 haben wir hier. Das ist gerade wirklich Massenabfertigung hier an der Kasse. Da geht es wirklich nur noch Schlag auf Schlag von einem Kunden zum nächsten. Ich würde dann aber, wobei jetzt, momentan beruhigt sich schon wieder, es wird auch schon wieder dunkel, wir haben den Tag schon wieder fast überstanden. Übrigens sind wir auch fast Level 55. Es geht also vorwärts. Muss gleich, wie gesagt, das Licht hier nochmal einschalten, es wird schon wieder dunkel, Tag ist fast rum. Das Gute ist halt, wenn ich so viele Kunden hier durchjage, Tag für Tag, dann kann ich hier bald auch noch jemanden einstellen. Ja, der hier an die Kasse geht. Ich meine, ist dann wieder blöd, da habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Kostet auch wieder nur täglich Geld dann, aber es, wir hätten auf jeden Fall die Möglichkeit. Müssen wir ja nicht machen, aber wir hätten die Möglichkeit dann. Und da fehlen ja noch einige, die wir abkassieren müssen. Und so, wenn wir das so mit Massenabfertigungsprinzip hier machen, dann geht das ein bisschen flotter nach oben mit der Zahl. Und dann können wir schneller jemand einstellen. So, das passt. Dankeschön. Bis jetzt kommen wir auch mit zwei Kassen noch recht gut klar eigentlich, finde ich. Klar, wir hatten jetzt zwei, dreimal so Momente, wo es ein bisschen knapp wurde. Oder ein bisschen eng wurde an den Kassen. Aber also im Grunde genommen, die hat aber viel Kartoffeln gekauft. 130,90. Ich bin immer wieder überrascht, auch wie schnell man wirklich so einen 100er Betrag heutzutage an der Kasse erreicht hat. Das ist irgendwie oft schockierend. Hat man so ein paar Sachen, Lebensmittel für eine Woche, gönnt sich eigentlich nichts zum Vergnügen beim Einkaufen. Also wirklich nur Lebensmittel und zack, bumm, bist du bei 100 Euro angekommen, wenn du Pech hast. Kommt natürlich drauf an, was man gerade isst. Ja, wir haben natürlich auch mal Einkaufswochen, wo es mal günstiger ist. Da sind wir unter 100 Euro. Aber dann, wenn man mal irgendein spezielles Gericht kocht, zack, bumm, über 100. Das geht so rasend schnell. Oder noch irgendeine Kleinigkeit halt doch mal dabei gegönnt. Eine Packung Haribos oder was weiß ich. Zack, 200 Euro. Nee, so ungefähr ist es aber. Naja, 9,18 haben wir hier. Ich habe jetzt gerade mal eine dritte Kasse noch dazu genommen, weil sich gerade viele Kunden beschwert haben, dass hier ein bisschen viel los ist an den Kassen. Können dann gleich wieder die eine Kasse zumachen. Habe ich nichts dagegen. So, hier müssen wir 9,88 rausgeben. Ah, komm, habe ich jetzt statt ein Fünfer lauter 1-Cent-Stücke rausgegeben. Passiert. Hauptsache, der Betrag stimmt. So, 50, 55. Bitteschön, wie sieht's aus an den anderen Kassen? Sieht schon wieder gut aus. Das war jetzt nur wieder so ein Moment, wo mal so ein Schwung Menschen kam. Und dann war es schon wieder. Ups, das wollen wir nicht machen. Wir wollen hier 4 und da 2. Jawohl. Wir haben sehr viele kleinere Beträge wieder leider mit dabei. Übrigens, um die nächste Markterweiterung zu kaufen, ich wiederhole es gerne nochmal in der Folge, falls man nicht bei allen Folgen hier reinschaut. Wir sparen momentan so ein bisschen Geld zusammen für den nächsten Marktausbau, weil weitere Produkte kaufen irgendwie, würde ich total gerne machen, deswegen hadere ich da so ein bisschen mit mir, aber wir haben keinen Platz mehr im Lager eigentlich für Produkte, außer nur noch kreuz und quer. So, das finde ich jetzt wieder ungerecht. Dann machen wir die Kasse gerade zu, da ist am wenigsten los. Wir sparen gerade hin auf eine Markterweiterung und die Markterweiterung kostet halt 24.600 oder so waren's. Ups, das ist falsch. Ach, ich nehme alles da oben, die Dinger. Jetzt klappt's gerade. Als verklicken. So. Na, kommen sie her. Sehr schön. Markterweiterung ist halt momentan am sinnvollsten. Ihr habt auch zum Beispiel in den Kommentaren vorgeschlagen, was ich gar nicht so schlecht finde, die Idee eigentlich, statt halt die Produkte im Lager aufzubewahren, einfach mehr Regale dann in den Markt reingestellt. Zum Beispiel statt Honig im Lager einfach zwei Regale mit Honig hingestellt oder so in der Art, jetzt komplett übertrieben dargestellt, dann hätte man wieder Platz für andere Produkte im Lager. Könnte man für das ein oder andere Produkt machen. Zum Beispiel hier eine komplette Reihe oder zwei, drei Regale nebeneinander, vielleicht mit Klopapier. Brauchst du kein Klopapier mehr im Lager. Das füllst du dann einmal auf. Klar, da habe ich wieder mehr Arbeit, weil die Lagerarbeiter das ja hier nicht machen. Aber man bräuchte dann keinen Slot im Lager dafür, weil man hätte auf jeden Fall genug Material hier im Markt. Ja, könnte dann nicht nachgefüllt werden von den Kollegen, die hier gerade vorbeilaufen. Wäre auch eine Idee.
Und da das gerade am sinnvollsten wäre, den Markt auszubauen, ist das vielleicht eine Überlegung, wirklich den Markt halt weiter auszubauen, jetzt so gut wie möglich, bis halt dann ein Update kommt. Und ja, dann so die Möglichkeit zu bekommen, neue Produkte hier auch unterzukriegen. Ja, dass wir irgendwie hier weiterkommen. Ich meine, wir kommen so oder so weiter. Ja, wir kommen so oder so weiter. Zwar ein bisschen schleppend, aber wir kommen weiter. Jeder Marktausbau hilft uns ja, hier weiterzukommen. Ja, oder jede Produktlizenz, die wir dazu kaufen, hilft uns ja auf eine gewisse Art und Weise auch weiter. Und wenn es halt ein Update gibt, dann sind wir besser vorbereitet auf das, was kommt. Das muss man auch mal so sehen. So, letzter Kunde. Ich würde noch langsamer arbeiten, Kollege. Ich würde echt noch langsamer arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Ach ja. Naja. Katsching, letzter Kunde abkassiert. Ich glaube, jetzt ist niemand mehr da. Wir beenden somit den Tag. Tag 133 sind wir schon. 77 Kunden waren da. Wir haben auch übrigens Level 55 erreicht. Was schon mal sehr cool ist. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Level überstanden haben, erstmal die Rechnung bezahlen, wenn wir dieses Level überstanden haben, könnten wir theoretisch weitere Lizenzen kaufen. Es ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, vielleicht kann ich hier im Lager auch noch irgendwie umräumen, dass wir nicht chaotisch die neuen Produkte unterbringen können, weil wir haben ja noch Platz. Ein bisschen Platz haben wir noch. Wir hätten da oben zwei Slots frei. Wir haben hier, glaube ich, kein Slot mehr frei an der Stelle. Da wäre noch ein Slot frei. Hier unten wäre noch einer frei. Also wir hätten noch ein paar Plätze frei. Hier unten wäre auch noch einer frei, aber das wäre halt dann alles wild gewürfelt, wenn ich hier neue Produkte hinzunehmen sollte. Ach, es ist schwierig. Es ist manchmal so schwierig. Naja, gut. Ich mache mich mal an die Arbeit. Beziehungsweise ich würde jetzt gerade den Kollegen noch so ein bisschen helfen. Wir gucken mal, was ziemlich leer ist. Zum Beispiel hier 4er Packung Eier. Gucke ich mal, ob ich da noch was auffüllen kann. Nee, wir haben einfach keine mehr da. Gut, dann fange ich schon mal an nachzubestellen, weil 4er Pack Eier ist halt eine miese Sache, weil ich glaube, 18 Mal konnten wir die nachbestellen. Also 18 Kisten haben da hingepasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir schon mal 10. Und dann nochmal 8. Dann sind wir bei 18. Ich glaube, das war zweireihig. Jeweils 9 Kisten pro Ebene. Müsste 18 sein. Gucken wir, dass wir die mal einsortieren hier. Ich denke mal, dass die Kollegen vielleicht dann auch schon wieder die eine oder andere Kiste leer machen. Während ich jetzt hier einsortiere, damit die im Markt aufgefüllt werden. Ich glaube, ein Kollege hat sich schon eine Kiste geschnappt. Jawohl, da läuft schon einer. Die sind da immer so schnell hinterher. Bisschen verrückt, naja. So, räumen wir da auch mal ein. So, 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 so. Wir räumen hier ein, die Kollegen räumen draußen ein. Sehr schön. Ups. Das war nicht so geplant, aber das können wir schnell wieder beheben, weil das hatte ich hier, glaube ich, doppelt. Die großen Eierpackungen. Ups, wäre ich beinahe aufs Fahrrad gesprungen. Und die nächste Kiste. Und die nächste Kiste. Es sieht irgendwie allgemein schon wieder ziemlich, ziemlich leer aus hier. Ich werde ziemlich viel nachbestellen müssen. Du. So, wir haben es. 205 Eier haben wir jetzt wieder zur Verfügung. Sollte also wieder ein bisschen halten. Wir haben jetzt aber hier auch noch die 8er Packung leer. Dann bestellen wir die gleich mal mit. Davon brauche ich. Ich glaube, das war die Kistengröße, dass wir die 6 mal bestellen müssen. Genau, das bestellen wir recht selten nach, deswegen muss ich gerade überlegen, aber ich kann mich ja so ein bisschen nach meinem Lagersystem richten und ja, da kann man so ein bisschen halt ableiten. Funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Klar, bei dem einen oder anderen Produkt bestelle ich mal falsch, aber das kommt recht selten eigentlich vor. Gut, dann haben wir das. Ich denke mal, dass der Ketchup leer ist.
Oder hast du noch Ketchup in der Hand? Nee, du hast keinen Ketchup in der Hand. Hat noch jemand Ketchup in der Hand? Was hat er? Was hast du? Ich glaube Erdnussbutter. Na gut, bestellen wir Ketchup nach. Da brauchen wir auf jeden Fall auch 6 Kisten. Haben wir somit auf der Liste. Was brauchen wir noch? Das ist soweit alles noch da hier. Zwar auch nicht mehr ganz so viel, aber gut. Hauptsache, wir haben noch was davon da. Hähnchen könnten wir nochmal mitbestellen. 4-mal, dann haben wir wieder 10 Produkte hier auf der Liste. Sehr schön, Bestellung abgegeben. Bringen wir erstmal die großen Kisten wieder ins Lager. Hat sich direkt wieder ein Kollege in die Kiste geschnappt. Ich denke mal, dass wir da vielleicht auch nochmal nachbestellen müssen, oder? Nö. Da fehlt nur ein einziges Hähnchen. Ja, gut. Das passt, wie gesagt, alles noch. Doof ist halt jetzt nur gerade wieder, dass die Kollegen noch hier fleißig am Rumräumen sind. Es kann also sein, dass ich hier wieder Sachen bestelle und die haben gerade eine Kiste in der Hand, habe ich wieder zu viel Kisten und so weiter und so fort. Ihr wisst da Bescheid, ist alles schon ganz normal. Das war Sushi Groß, was, glaube ich, leer war. Oder? Genau, Sushi Groß, Sushi Klein haben wir noch da. Joghurt haben wir noch da, aber nicht mehr ganz so viel. Butter haben wir noch da. Das haben wir noch da, Kochschinken haben wir noch da, das ist auch noch vorhanden, das ist vorhanden, hier ist alles vorhanden, hat sich gerade eine Kiste von den Hähnchenschenkeln genommen, alles klar, Parmesan fehlt. Aber wieder 10 Produkte, wieder 723 oder so, was es waren, weniger. Das geht aber auch jedes Mal ins Geld. Ich meine, man kann hier auch anders spielen. Also anders spielen meine ich jetzt mit unrealistisch und unschön. Ist auch möglich. Kann man machen. Also ich meine damit jetzt, dass man die Preise einfach enorm hoch ansetzt. Dann beschweren sich zwar viele Kunden, alle sind unzufrieden und vielleicht kaufen sie mal ein Produkt nicht, aber dann irgendeiner kauft dann das Produkt und schon hat man ein bisschen Gewinn gemacht. Ja, wenn du jetzt, was weiß ich, für so eine Flasche Ketchup statt, was verlangen wir da gerade für? Verlangen da 3,19 für, wenn man das irgendwie auf 10 setzt oder so, jetzt mal komplett übertrieben, dann werden sich ein paar Kunden beschweren, das nicht mitnehmen, irgendein Kunde wird aber wahrscheinlich kommen und nimmt das mit. So, und dann kann man so auch ein bisschen schneller eigentlich Gewinn einfahren, aber ich würde das nicht schön finden. Es wurde auch schon das ein oder andere Mal in die Kommentare geschrieben, jo, setz doch die Preise einfach mal höher, dann verdienst du auch mehr Geld. Aber ich finde es halt dann auf eine gewisse Art und Weise nicht schön. Weil ich möchte ja schon auf eine gewisse Art und Weise hier realistisch bleiben, dass man natürlich hier nicht so übertreibt, weil der Laden in der Realität, wenn man mal ehrlich ist, wird da irgendjemand die Preise höher ansetzen als woanders, dann wird der Laden so schnell pleite gehen. deswegen will ich das hier nicht so unbedingt machen. Wird ja keiner hin einkaufen gehen. Wird ja keiner denken, ja, das kostet zwar 10 Euro mehr als im anderen Markt, aber ich gehe da hin. Das wird ja kein Mensch machen. Ja, und deswegen... Ich bin hier so um die 10 Cent teurer, das finde ich okay und auch einigermaßen realistisch. Ja, weil gerade bei kleineren Märkten, ich meine, wir sind immer noch nicht so riesig wie ein normaler Supermarkt. Ja, das ist immer noch recht klein. Wir haben zwar mehr Kassen als so ein Supermarkt in der Größe eigentlich, aber wir sind an sich kein großer Supermarkt. Und gerade kleinere Läden, die sind halt in der Realität teurer. Also so ist meine Erfahrung. Größere Ketten sind dann wieder günstiger. Aber klar, da wird auch mehr eingekauft, da gibt es bestimmt auch mehr Rabatte oder beziehungsweise ist halt besser ausgehandelt wahrscheinlich die Preise und. Oh, Joghurt ist leer. Kann ich gar nicht vorstellen. Hast du noch Joghurt in der Hand? Ja, er hat noch. Hätte mich jetzt wirklich gewundert. Das ist soweit noch alles in Ordnung. Hier gucke ich jetzt gerade nochmal schnell durch. Da kann ich vielleicht die eine Kiste da reinstellen. Dann haben wir die mal weg. Das ist alles zwar knapp, aber ist noch da. Chips sind auch knapp, aber ist auch noch da. Kuchen ist knapp, also die Sorte ist knapp, aber ist auch noch da. Das passt alles noch, das ist noch in Ordnung. Ich gucke lieber 10-mal drüber, als wenn dann irgendein Produkt wieder leer geht und dann irgendein Kunde unzufrieden ist. Okay, Toilettenpapier. Toilettenpapier. Ansonsten sind die Kollegen anscheinend fertig, das ist schon mal gut. Brauchen noch Reis. Also es ist immer so ärgerlich, wenn man irgendwie zu einem Markt hinfährt und die haben das groß irgendwie im Angebotsprospekt drin oder so
Und dann fährt man da hin und dann ist es einfach nicht da. Das ist so ärgerlich. Und deswegen versuche ich das auch so in meinem Markt eigentlich zu vermeiden, dass ich hier irgendwie Produkte eigentlich anbiete und die dann plötzlich ausgehen oder so. Klar, man versucht halt immer alles zur Verfügung zu stellen. Ich hatte gerade letztens auch wieder, was heißt letztens auch schon wieder Wochen her, habe ich glaube ich auch erzählt, da war auch irgendwie so eine Dose gefüllte Paprika angeboten. Ich finde, so eine Dose gefüllte Paprika findet man heutzutage nicht mehr. Ich koche zwar am liebsten selber so Zeugs, aber ich wollte einfach mal probieren, weil früher gab es ja auch von Erasco, glaube ich, war das, gab es auch gefüllte Paprikadosen. Ich fand das als Kind eigentlich immer ganz cool. Ich wollte einfach mal wieder sowas essen. Habe ich aber nicht mehr gefunden. Die haben es anscheinend nicht mehr produziert. Und da bin ich dann auch extra hingefahren, habe danach das Zeug gesucht und es war einfach nicht mit dabei. War aber halt in dieser Angebotsreklame drin. Das finde ich dann immer halt sehr ärgerlich. Gerade wenn man halt sich extra die Mühe macht, fährt da hin und so weiter und dann ist einfach nichts davon da. Das ist immer doof. Ich meine, ich bin jetzt nicht dann einer, der sich dann da aufregt, irgendwie einen Aufstand macht und so weiter und so fort. Dann, ich akzeptiere das halt dann so, ist halt dann so. Ist halt kacke, aber ist halt so. Hält man sich im Hinterkopf, denkt man sich so, jo, euch traue ich nicht mehr, da fahre ich nicht mehr hin. Nee, aber ich würde da jetzt nie einen Aufstand machen. Gibt auch sehr viele Leute, die machen dann halt leider einen Aufstand im Laden und die Leute, die da arbeiten, können halt da auch nichts dafür. Die hätten vielleicht auch gerne die Produkte gehabt. Aber gut, naja. Wie gesagt, ist halt jedes Mal ärgerlich. Was ich auch mal oft ärgerlich finde, ist, wenn es irgendwie bei Lidl, Aldi oder so, bei diesen Märkten, jetzt einfach Nummer 2 genannt, betrifft natürlich auch andere, oder hatte ein Kollege anscheinend eine Kiste gehabt, wenn die da irgendwas anbieten, total günstig im Vergleich zu woanders, und dann kriegen die irgendwie nur so 2, 3 von den Produkten geliefert. Ja, und dann stehen Leute morgens da schon vor der Tür, dann wird die Tür aufgeschlossen, dann wird da reingerannt, sich drum geprügelt, die 2, 3 Sachen gegriffen und 2, 3 Leute sind glücklich und alle anderen gehen wieder traurig nach Hause. Ich glaube, ich habe Spaghetti 6-mal bestellt, oder? Sieht irgendwie fast so aus. Upsi, passiert. Haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Vorrat. Sowas finde ich dann halt irgendwie ärgerlich. Ich meine, klar, das Produkt muss dann an alle möglichen Filialen verteilt werden und. Ah, ist halt dann auch irgendwie immer doof. So, wir brauchen noch Mehl, sehe ich gerade. Sowas finde ich dann immer kacke. Das ist dann irgendwie auch Fehlplanung. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, klar, vielleicht gab es nicht mehr von den Produkten. Bevor man halt dann gar nichts verkauft, verkauft man wieder wenigstens die, was man hat. Ja, verstehe ich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber für dich als Kunde oder als potenzieller Kunde ist das halt dann immer ein bisschen ärgerlich. Gerade weil man halt hinfährt. Ja, oder hinläuft oder keine Ahnung, mit dem Bus hinfährt. Da verliert man die kostbare Lebenszeit und die ist halt wirklich unbezahlbar eigentlich. Naja. Wie gesagt, man hat halt da so ein bisschen die Situation, vielleicht diejenigen, die das halt organisieren oder einkaufen und das Produkt dann halt in den Markt stellen, die haben vielleicht auch die Auswahl. Ja, wir haben so nur, was weiß ich, für 100 Filialen 50 Produkte zur Auswahl. Bieten wir es jetzt gar nicht an oder bieten wir es an? Die sollen sich halt drum kloppen. Ich glaube, da entscheidet man sich natürlich dafür, dass man sagt, jo, wir verkaufen wenigstens das, was wir haben. Ja, freuen sich ein paar Kunden. Kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch nachvollziehen. Ja, muss ich sagen. Naja. Oder was auch kacke ist, gerade über Supermärkte schimpfen oder allgemein über Läden. Es gibt ja Läden, da kannst du im Internet nachprüfen, ob von dem Produkt noch was da ist. Ja, ob die da was vor Ort haben von gewissen Sachen. Kannst du einfach nachschauen. Und Moment, brauche ich gerade mal Bleichmittel. Ich glaube, das war das hier. Ja, genau, eine Kiste davon und eine Kiste von einem anderen. Und dann guckst du auf der Internetseite halt nach, ob die das und das vor Ort haben. Und dann steht da, ja, ist verfügbar. Und dann fährst du hin und dann ist es nicht verfügbar. Das hatte ich auch schon öfters gehabt bei dem einen oder anderen Markt, wo ich dann doch auch ein bisschen verärgert war. Wenn du extra nachguckst, machst du ja die Arbeit und dann denkst du dir, jo, ist da, fährst du hin, zack, bumm, ist nicht da. Klar, da könnte man auch sagen, du hättest ja anrufen können und nachfragen. Ob man da halt auch immer so die korrekte Antwort erhält, weiß man halt auch nicht so genau. Weiß man nicht. Wenn derjenige dann auch nur schnell irgendwie im Internet auf der Seite nachschaut, habe ich auch schon erlebt, dass sie selber im Internet nachgeschaut haben
ob das da ist oder nicht. Dann wird daher auch angezeigt, jo, ist da. Und dann schauen sie nochmal im anderen System nach, oh nee, haben wir doch nicht mehr da. Das ist dann auch schwierig. Alles schon erlebt. Das ist dann halt auch immer sehr frustrierend. Dich schon drauf freust, jo, ich hole mir jetzt das und das. Dann fährst du hin und dann, nö, Pech. Was ich dann auch gerne mal oder immer geil finde, ist die Aussage, ja, wir können das für Sie bestellen. Dann können Sie es in so und so vielen Tagen abholen bei uns. Denke ich mir immer, habe ich auch schon öfters gesagt, nö, dann kann ich es mir auch selber bestellen und lass es mir nach Hause liefern. So macht man halt keine Kunden glücklich. Und dann heißt es wieder der böse Onlinehandel. Ist alles ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, es ist schwierig, glaube ich, so als Markt gegen den Onlinehandel zu konkurrieren. Aber wenn man halt stellenweise alles dafür tut, dass der Kunde es sich einfach selber bestellt und nach Hause liefern lässt, ja, dann ist halt ein bisschen doof. So, auf den ersten Blick ist, glaube ich, soweit alles aufgefüllt. Auf den zweiten Blick würde ich sagen, ist auch alles aufgefüllt. Und auf den dritten Blick fehlt bestimmt noch was. Nö, ich würde, glaube ich, wieder das Go geben für den, für die nächste Ladenöffnung, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich kann doch noch nicht das Go geben. Haben sich irgendwelche Preise verändert? Ich habe es gerade komplett missachtet. Also, schwarzer Kaffee hat sich im Preis verändert, sehen wir schon mal direkt. Kaffee haben wir da hinten. Muss ich gerade erstmal nochmal überlegen. Ich habe mich immer noch nicht so wirklich an die neue Ladenordnung gewöhnt. Also 10,39 nehmen wir dafür. Dann müssen wir nochmal gucken, was sich noch verändert hat. Da nichts weiter, da auch nichts weiter, da sehe ich jetzt auch keinen roten oder keinen grünen Pfeil. Da auch nicht. Kaffee mit heller Röstung hat sich auch im Preis verändert, alles klar. Hat sich der komplette Kaffee irgendwie preislich verändert? Ich weiß ja nicht. So, 11, oh, ist teurer geworden. 11,93. Komm, wir gehen direkt auf 12. 7 Cent mehr ist okay, glaube ich. Sollten wir noch nicht die Schmerzgrenze von den Kunden erreicht haben. Die sollten trotzdem alle glücklich sein und alle Produkte kaufen. Da hat man den Kaffee eben gerade mit der hellen Röstung. Haben wir sonst noch irgendein Produkt? Ich habe jetzt halt wirklich überhaupt null drauf geachtet, was da stand, welches Produkt sich preislich verändert hat. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Produkte sich verändert haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall 2 wahrgenommen. Schauen gerade nochmal hier Rückzugs. Wenn noch was sehen, ja klar, wenn man halt so schnell nur die Produkte durchfliegt, da kann es mal passieren, dass man irgendwie einen Pfeil übersieht. Ja, nö. Ich glaube, das passt so. Wird wahrscheinlich nur so sein, dass es die 2 Kaffeesorten waren, die sich da preislich verändert haben. Ich würde sagen, wir machen den Markt wieder auf. Open! Let's go! Seid ihr alle startklar, Kollegen? Die sehen so motiviert aus, also. Mann, irgendwas stimmt mit denen in ihren Rücken nicht. Sieht irgendwie ungesund aus. Naja, gut. Hallo, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Herein spaziert. Kommen Sie rein. Hallo, da. Ich bräuchte hier so ein Schild mit so einem Pfeil, wo ich hier die ganze Zeit rumwirbeln kann und die Leute in den Laden reinlocke. Sieht man ja in sehr vielen amerikanischen Serien. Ich weiß gar nicht, ob es auch sowas in Deutschland gibt. Ich glaube aber nicht. Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Das wäre auch mal ein Highlight hier. So, ich gehe jetzt gerade nochmal hierher. Machen wir nochmal ein schönes Foto von unserem Markt. Wie gerade da lauter Leute reinstürmen. 3 ineinander verschmolzen. Und ich versuche mal gerade die Kunden ein bisschen schneller hier durchzuschleusen. Nicht so wie in, beziehungsweise nicht in der letzten Folge, sondern hier am ersten Eröffnungstag dieser Folge. Da habe ich ja ein bisschen viel rumgebabbelt am Anfang. Oh Gott. Also bei Kunden viel Wechselgeld rausgeben müssen, das dauert halt auch immer ziemlich lange. So. Deswegen lieber Kartenzahlung. So, 4 und 6. Bis jetzt alles gut. Anderen 3 Kassen sind noch geschlossen.
wir dann nochmal hier 4 und zack, 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 zack. Lecker Müsli. 3,45 müssen wir zurückgeben. Kriegen wir hin. Da haben wir schon mal die 3. Dann haben wir hier 25. Gehen wir auf 35, 45. Wunderbar. Einmal nur braunen Zucker. Das ist aber... Das ist wenig. Aber für einmal braunen Zucker hat sie ganz schön hingelatzt. 7,19 oder so waren es. So, hier müssen wir 4,28 zurückgeben. Ups. 4. Und dann 25 und nochmal 3. Sind wir bei 4,28. Passt. Hier haben wir Hackfleisch gerade. Gut, auch 47 Cent zurück. Gehen wir hier auf 25, 35, 45 und 47. Ja, die Schlange wird länger an der Kasse. Wir bräuchten mehr Kartenzahler. Dann kann ich nämlich hier schön schnell das eintippen und gut ist. So, viele Produkte zum Abscannen. Kartenzahlerin, perfekt. 152, kriegen wir hin. Schönen Tag noch. Auch mit Karte, wunderbar. 151, 10. Jo, da beschweren sich jetzt gerade schon wieder die Ersten über die große Schlange an der Kasse. Ich würde jetzt auch hier mal die Kasse 3 mit dazu nehmen. Als kleine Verstärkung, damit sich hier nicht zu viele Kunden ansammeln. 120, 48. Ich glaube, das macht zwar überhaupt nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, was es im Spiel ausmacht, weil die Kunden bleiben ja trotzdem, auch wenn sie sich beschweren, dass die Kassen irgendwie voll sind. Ist denen ja im Grunde genommen vollkommen egal. Die sagen halt, jo, ist zu voll. Dann laufen sie halt weiter durch den Markt durch. Ich weiß ja nicht, ob die Kunden dann vielleicht auch mehr einkaufen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die beschweren sich einfach nur. Wäre natürlich nice, wenn die hier einfach dann durch die Gegend laufen und würden noch sich mehr Sachen einstecken. So, 74 und dann müssen wir hier noch 73 Cent hinzufügen. 74, 73 muss man zurückgeben. So, da haben wir Rupiko, passend bezahlt, wunderbar. Und jetzt wird Kasse 4 schon wieder leer. Boah, 3 Fässer Bier. Habe ich eigentlich Bierfässer nachbestellt gehabt? Kann ich mir jetzt gerade gar nicht dran erinnern. Nicht, dass sie leer gehen. Passt, dankeschön, schönen Tag. $52,97. Passt, dankeschön, 124, irgendwas hat sie bezahlt. Sind wir da? 65, 98. Die Kassen sind zu voll, wird sich schon wieder beschwert. Gut, wir sollten vielleicht gleich die Kasse 2 noch dazu öffnen. 1, 6, 5, 2, 2. Also langsam, wie der Kollege im Hintergrund arbeitet, wundert mich das halt wieder nicht. Es ist halt wieder die Sache. So, 3, 50 und 9. So, ich mach mal die nächste Kasse noch auf. Hat sich immer noch beschwert, dass die Kassen zu voll sind, aber ich habe doch gerade eine weitere aufgemacht. Oh. Da haben wir auch eine Riesenschlange. Also Kasse 1 ist auch geöffnet. Und ich hätte gleich mal das Licht einschalten können in dem Moment, als ich eben gerade da vorne war. Na gut, machen wir das jetzt. Jetzt sind wir bei 19,69. Wunderbar. $9,385. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr einnehmen heute, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. 110,94 haben wir jetzt. Ah, 5,58, das war ja gar nichts. $6,315. So, hier müssen wir 31 Cent rausgeben. Haben wir somit getan. Und dann ist meine Kassenschlange hier soweit schon wieder leer. Gut. Dann können wir gleich eigentlich wieder Kasse 1 oder so schließen. Ja, Kasse 1 ist auch nichts los. Kommen Sie zu mir. Kommen Sie an die Kasse 4. Kasse 4 hat offen. Genau, kommen Sie an die Kasse 4. Wirklich? Das ist alles? 3,49, ein Produkt dabei.
Ja gut, er hätte sich auch an die andere Kassenschlange stellen können, die Leute hätten ihn bestimmt vorgelassen. Das muss ich ja immer noch sagen, das finde ich immer noch eine super nette Aktion, dass es auch heute, wo die Menschen ein bisschen egoistischer geworden sind, muss man ja leider sagen, dass es oft noch so ist, wenn man mal nur ein Produkt irgendwie in der Hand hat, dass man da vorgelassen wird. Das hatte ich ja letztens auch erst wieder. Hatte ich auch was vergessen gehabt einzukaufen, bin dann nochmal in den Supermarkt rein, hab dann eine einzige Sache noch geholt und es war unglaublich viel los an dem Tag, an den Kassen. Ja, also bestimmt Wartezeit, 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Und trotzdem wurde ich vorgelassen von mehreren Leuten. Ich war also, erst stand ich hinten als 10. Stelle quasi oder an 10. Stelle. Okay, der kauft auch nur 2 Produkte, kein Wunder, nehme ich heute nicht viel ein. Ja, und plötzlich war ich vorne. Von jetzt auf gleich. Haben mich alle vorgelassen. Fand ich super nett wieder. Das finde ich immer noch super nett. Heutzutage. So, Kasse 2 ist auch geschlossen. Kasse 3 und 4 hat jetzt noch geöffnet. Kommen Sie alle rüber. Jetzt wird schon wieder rumgehen, aber die Kassen sind zu voll. Alles gut. Das kriegen wir hin. Eins und drei. Passt, dankeschön. Die letzten paar Kunden, die wir hier haben. Passt, dankeschön. Die kaufen alle nicht so viel ein. Ups, vergessen, Wechselgeld rauszugeben. Upsi. Einfach rein aus Reflex die Leertaste gedrückt. So, 67 Cent soll man rausgeben. Passt. 77. Genau, und 5. Passt. Na, wir haben doch ein bisschen was eingenommen. So, wenn ich jetzt gleich wieder ganz viele Produkte nachbestellen muss, haben wir wieder nicht ganz so viel Geld übrig wahrscheinlich, aber es geht in die richtige Richtung. Wir kommen den 24.600 oder so, was es waren, näher. Dann können wir ausbauen, dann können wir gucken, ob wir vielleicht wirklich irgendein Produkt mehr hier im Markt unterbringen. Wir haben auch bald Level 56 erreicht. Ich hade halt immer noch so ein bisschen mit unseren nächsten Schritten. Eine Stimme schreit im Kopf, nächste Produktlizenz, aber sofort, dass wir wieder neue Produkte einfach haben. Und die andere Seite schreit, was bringt mir das, wenn ich keinen ordentlichen Platz im Lager habe und immer die Produkte suchen muss. Ich bin hin und her gerissen. Ich will gerade mal gucken, wie viele Kunden ich noch abkassieren muss für einen 4. Kassierer. Verwaltung, einstellen. Oh, das sind immer noch unglaublich viele. Wir haben jetzt erst 1.357, erst in Anführungszeichen, 1.357 Leute schon abkassiert. Von 1.750. Also es ist noch einiges, was uns da fehlt. Sie können auch an Kasse 4 kommen, sie müssen da nicht in der Schlange stehen. Naja, gut, er will nicht. Er hat keine Lust. Naja, ich schaue mich gerade mal im Lager um, was alles so leer gegangen ist. Bleichmittel fehlt, eine Kiste hier, Shampoo fehlt. Haben wir Shampoo noch im Markt gehabt? Ich hoffe doch. Jawohl. Stimmt, das Regal müssen wir dann... Wenn wir den Markt ausbauen, könnte man dieses Regal hier wieder so ein bisschen auseinandernehmen. Da war ja was. Wir hatten ja hier die Produkte... Hier hatten wir die großen Flaschen untergebracht, die großen Kanister. Da oben hatten wir die Spülmaschinentabs so hingestellt. Und ja, hier hatten wir noch alles so vereinzelt. Gut, wenn wir den Markt ausbauen, wird ja dann hier hinten an der Wand wahrscheinlich wieder irgendwas entfernt. Entweder da in der Ecke oder da in der Ecke. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir das überhaupt sinnvoll einbringen können. Oder ob das uns überhaupt sinnvoll was bringt in dem Moment. Eigentlich ja nicht so wirklich. Außer, dass wir mehr... Gut, wenn hier die Ecke verschwindet, könnte man die Kühlregale hinten in die Ecke schieben und könnte dann vielleicht nochmal hier ein paar Gefriertruhen hinstellen oder so. Das würde schon was bringen in die Art und Weise. Ich will gerade nochmal was nachschauen. Lizenzen. Ich habe jetzt schon länger hier nicht mehr reingeguckt. Ich weiß nicht mehr genau, was wir da alles nochmal hatten. Genau, das war hier das Zeug. Ja gut, was vielleicht gehen würde, wenn wir... Hier die Ecke ausbauen, wären hier die Getränke. Die könnten wir auf jeden Fall im Markt noch unterbringen dann. Also hier Bier, Wodka, Whisky, Wein, das könnten wir auf jeden Fall noch unterbringen.
Wobei das halt nicht so die Lizenz ist, wo du, glaube ich, extrem viel verdienen kannst. Wobei Wein kann teuer sein, Whisky kann teuer sein, Wodka kann teuer sein. Ja, gut. Kann man vielleicht doch ein bisschen was mit verdienen, ich weiß es nicht. Das wären halt alles Getränke. Für Getränke hätte ich halt überhaupt keinen Platz mehr hinten an der Lagerwand. Das heißt, hier müsste ich dann alles wirklich kreuz und quer irgendwie unterkriegen. Das würde keinen Sinn ergeben. Beziehungsweise, klar, es ist schon, weil ich hätte dann die Sachen halt da, die Leute könnten damit arbeiten, aber ich müsste halt immer die Produkte suchen. Was ich machen könnte, wäre wieder ein paar Produkte von der Getränkewand quasi hier rüber, beziehungsweise überall im Lager verteilt und so weiter. Das würde auch gehen, das haben wir ja eh schon gemacht. Das könnte man machen, aber dann müsste ich die anderen Produkte halt wieder suchen. Ich hätte mal wieder Nudeln, Reis, Zuckerrohr, Joghurt und so weiter. Ich hätte auch gerne eine weitere Joghurtsorte. Also ich hätte total gerne weitere Lizenzen. Aber das Lager blockiert mich da so ein bisschen. Ein bisschen arg. Naja, wir überspringen mal den Tag. Wir haben alle Kunden abgefertigt. Wir hatten 80 Kunden. 80 Kunden, das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Das hatten wir noch nicht. So, Kaffee mit mittlerer Röstung, Reis und Soda. Soda. Komm, wir gehen auf 50. Kaffee mittlere Röstung, das müsste der hier sein. Genau, da gehen wir auf 13, 19 und was war es noch? Reis, glaube ich. Ich glaube, der Reis, genau. Der kostet jetzt auch ein bisschen mehr. Da gehen wir auf 4,99. Netter Preis, genau. Dann haben wir das. Dann muss ich gerade mal schauen, dass wir die Rechnung wieder bezahlen. Rechnung, zack, zack. Dann haben wir das und dann könnte man theoretisch hier wieder Produkte bestellen. Und ich würde sagen, wir machen einen Teil noch in der Folge und einen Teil dann in der nächsten Folge. Wir nehmen jetzt hier auf jeden Fall mal Zucker dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dass wir in der nächsten Folge noch ein bisschen hier Lagerarbeit machen, bevor wir uns dann an den Rest stürzen. So, auch von dem anderen Zucker brauchen wir 6 Packungen. Dann nehmen wir gerade mal hier noch 2 auf die Liste. Dann Macaroni haben wir noch da. Salz ist jetzt auch mittlerweile leer. Oh, Salz ist auch so eine eklige Sache. Wobei, es klingt jetzt ein bisschen falsch. Aber Salz brauchen wir auch. Salz ist eine wichtige Zutat immer. Salz brauchen wir auch 18 Mal. Ja, wir haben jetzt 8 Mal. Wir brauchen also jetzt noch 10 Mal Salz. Das ist auch diese ganz kleine Kiste. Die ganz kleine Kiste ist das. Naja, fangen wir erstmal an, das Zeug reinzuräumen hier. Ich weiß nicht, ich habe damals immer Salz nicht so wirklich im oder beim Kochen wertgeschätzt, aber so mittlerweile irgendwie finde ich, Salz kann jedes Gericht irgendwie retten. Salz ist ja auch ein Geschmacksverstärker im gewissen Sinne und ja, wenn ein Gericht irgendwie mal nach nichts schmeckt, dann einfach ein bisschen Salz dazu schmeißen, dann schmecken die anderen Zutaten ein bisschen mehr und man kriegt allgemein ein bisschen mehr Würze mit rein. Das ist schon eine wichtige Zutat. Man sollte aber nicht ganz so viel mit reinschmeißen, weil es soll ja nicht so gesund sein, auch was Thema Blutdruck und so weiter betrifft. Ich habe ja auch mit Blutdruck Probleme, weil ich ja hier die ganze Zeit ins Lager rein rausrennen muss. Nein, Quatsch. Und auf jeden Fall soll man halt auch nicht ganz so viel davon verwenden, eigentlich habe ich mal gehört. Gerade halt auch, wenn man, glaube ich, ein Bluthochdruckproblem hat oder so. Aber es gehört halt irgendwie dazu. Du. Ja, 18 Mal hin und her rennen. Aber gut, das sind halt so Sachen, die bestellt man halt einmal alle 1,5 Wochen. Also 1,5 Wochen jetzt im Real Life von der Zeit her. Ja, das ist dann einigermaßen verkraftbar noch. Gut, die Eier müssen wir schon öfters bestellen, aber so Salz, das hat sich jetzt ultra lange gehalten. Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Folgen das jetzt wirklich hier gehalten hat im Lager. So, da haben wir nochmal eine Packung Zucker und nochmal eine Packung Zucker und noch eine Packung. Nee, das ist keine Packung Zucker, das ist Salz. Da haben wir auch noch eine Packung. Wobei ich die Verpackung immer noch komisch finde. Habe ich so im echten Leben, glaube ich, bei Zucker noch nicht gesehen. Genau, wir gucken nochmal weiter hier, was wir jetzt noch bestellen. Ich würde sagen, wir füllen jetzt noch das Toilettenpapier auf. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Zweimal Toilettenpapier
von der einen Sorte und einmal, glaube ich, von der Sorte, die leuchtet. Ups, außer die Kiste aufgemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, genau, dann würde ich sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge, da haben wir noch einiges zum Nachbestellen, nämlich da sitzen wir jetzt wahrscheinlich nochmal 10 Minuten oder so, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, da schauen wir einfach in der nächsten Folge danach und dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge genug Geld zusammen haben, um auf jeden Fall den Markt auszubauen. Und da wir in der nächsten Folge eh noch nicht Level 56 erreichen, denke ich mal, oder vielleicht erreichen wir es auch schon, würde ich auf jeden Fall noch, zuerst nochmal einen Marktausbau nehmen. Und dann vielleicht dazu tendieren, noch eine weitere Produktlizenz dazu zu nehmen und die halt irgendwie noch ins Lager zu stopfen. Ich denke mal, wir kriegen das Zeug dann schon irgendwie unter, vielleicht nicht sinnvoll, aber wir würden es nochmal unterkriegen. Und dann sparen wir halt wieder erstmal auf einen Datenausbau und da mal schauen. Ich denke mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so extrem lange dauert bis zu einem Update. Ich weiß es aber nicht, ich kann es nicht sagen. Mal schauen. Wir werden es alle erleben. Na gut, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch die Videos teilen. Gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal unglaublich weiterhelfen, dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, wer möchte, kann natürlich auch den Discord-Server beitreten. Und falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel hier oder nach anderen Spielen, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Affiliate-Link. Führt euch zu Instant Gaming, könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn ihr es über den Link macht, auch gleichzeitig den Kanal unterstützen. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann ja, vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.